Hallo liebe Racers League und herzlich willkommen zur 8. Folge der Racers League News. Und wie gewohnt legen wir gleich mit den Race 07 Serien los. Und in der GTP Pro Series, da fand am 29. Juni das letzte Rennen in Road America statt. Das letzte Rennen vor der dreimonatigen Sommerpause. Und Sieger im Grid 1 war dort André Santos vor Sascha Glatter und Stefan Nöbus. In der Meisterschaft hat es da jetzt leichte Verschiebungen gegeben. An der Spitze liegt nun Christian Knutzen vor Stefan Konitschny und Robert Platsch. In der Teamwertung führt Euronix Gaming, bestehend aus Julian Kunze und Robert Platsch, gefolgt von SRSG Save the Ring, bestehend aus Stefan Konitschny und Markus Rösch. Auf der dritten Position liegt SRSG Corsa, bestehend aus Christian Knutzen und Gunnar Hiller. Das Grid 2 wollen wir nicht ganz außen vor lassen. Dort siegte Sascha Miesterfeld vor Christian Tüllner und Jan Müller. Ja, und weiter geht's erst am 21. September. Dann geht's für die Fahrer nach Frankreich, nach Le Mans, direkt mit einem 2-Stunden-Special-Event. Und ja, das wird jetzt erstmal eine Weile dauern. Die Fahrer halten sich teilweise jetzt mit anderen Simulationen über Wasser, aber da kommen wir später noch drauf. Denn erstmal machen wir weiter mit der WTCC Masters. Da fand der letzte Lauf am 8. Juli im niederländischen Sandfort statt. Sieger im ersten Rennen war Christian Seelemann vor Andreas Meyer und Michael Garscher, während im zweiten Rennen Mirko Wenzel den Sieg vor Ernst Blanke holen konnte. Dritte Position belegte Joachim Schwab. In der Fahrermeisterschaft da führt nach wie vor Gabriel Fürstner, jetzt ziemlich knapp vor Ernst Blanke. Dritte Position wird von Andreas Meyer belegt. Ja, und Johannes Simon, der lange Zeit als Verfolger von Gabriel Fürstner in der Tabelle stand, der ist in Sandwort wegen eines Disconnects komplett rausgerutscht und wird wohl in diese Verfolgergruppe auch nicht mehr hineinkommen können. Dadurch hat sich auch in der Teamwertung das Chaos Team Berlin, bestehend aus Fürstner und Meyer, sich noch ein bisschen deutlicher absetzen können an der Spitze. Zweite Position wird aber nach wie vor vom deutsch-österreichischen Racing Team, bestehend aus Johannes Simon und Ernst Blanke, belegt, während die dritte Position weiterhin von Game of Thrones Racing 1 belegt wird, bestehend aus Christian Seelemann und Ron Gerrits. Ja, die 16. WTCC Masters Saison neigt sich jetzt dem Ende zu. Das Finale findet am 22. Juli statt. Dann geht's in die Türkei nach Istanbul. Ein letztes Mal wohl mit Race 07, mit den Tourenwagen. Und ja, Gabriel Fürstner hat eine gute Ausgangsposition. Ernst Blanke gilt noch als ein deutlicher Verfolger jetzt. Aber so ganz sicher ist die Sache nicht. In der Teamwertung sieht's anders aus. Da kann man bei der Meisterschaft eigentlich nur noch theoretisch davon sprechen, dass das Chaos Team Berlin da den Titel noch verlieren könnte. Lassen wir uns überraschen, wie das dann am Ende wirklich ausgehen wird. Wir machen gleich den großen Sprung und machen weiter mit GT Legends. In der 2LTCC fand der letzte Lauf am 10. Juli im schwedischen Knutstorp statt. Ja, und im ersten Rennen konnte Dani Plus sich den Sieg holen vor Frank Schuster und dessen Teamkollegen Dominik Pieper. Im zweiten Rennen siegte dann Pieper vor Achim Böhm und erneut Frank Schuster. In der Fahrerwertung hat sich nichts verändert. Dominik Pieper liegt nach wie vor in Führung vor Robert Schaudaner und Oliver Kilian. Und ähnlich sieht es in der Teamwertung aus. Das Brakesman Racing Team 1, bestehend aus Pieper und Schuster, liegt nach wie vor an der Spitze vor dem Kili-Team, bestehend aus Oliver und Peter Kilian. Dritte Position wird immer noch vom Team D2 aus der Boxengasse, bestehend aus Jochen Richter und Marcel Schimmer, belegt. Weiter geht's mit der 2LTCC, dann am 24. Juli, dann geht's nach Australien auf den Emeru Park. Ja, und das ist eine noch etwas kürzere Strecke als Knutstorp und allmählich kommt man auch da zum Ende der Saison. Wir können uns also überraschen lassen, wie die Fahrer mit ihren veränderten Gewichten dort zurechtkommen werden. Kommen wir noch zur Trans-Am. Der letzte Lauf fand dort am 3. Juli auf dem Bridgehampton Circuit statt und Sieger im ersten Rennen war Michael Groteklaas, der damit seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte, vor Jan Müller und Mike Roller. Im zweiten Rennen siegte dann Jochen Richter vor Robert Schaudaner und Rolf
Salz, der sein erstes Podium feiern konnte. In der Fahrerwertung führt nun nach Streichresultaten Robert Schauderner vor Mike Horn. Ja, und meine Wenigkeit befindet sich noch auf Platz 3. In der Teamwertung hat sich allerdings nichts verändert. Das SRSG Retro-Team, bestehend aus Mike Horn und Jan Müller, liegt nach wie vor an der Spitze vor dem Team Dos Calaveras, bestehend aus Michael Grote-Klaas und mir. Auf der dritten Position befindet sich unverändert Smokey and the Bandit, bestehend aus Jochen Richter und Marcel Schimmer. Weiter geht's für die Trans-Am am 17. Juli, dann geht's auf die Bahamas nach Oaksfield und mal sehen, wie die Fahrer auf dieser sehr, sehr langen Flughafen-Rennstrecke zurechtkommen werden. Das wär's von den im Moment laufenden Serien. Jetzt kommt der Sprung zu den neueren Simulationen und da tut sich ja auch was bei der Racers League. Und zunächst zu A-Factor 2. Dort findet nach wie vor das Serienvoting statt. Also wer dort mitfahren will und an der Entscheidung mitwirken möchte, was denn bitte bei einer gefahrenen Serie gewählt werden sollte, der schaut im Forum rein und gibt dort seine Stimme ab. Gleichzeitig gibt es da auch schon ein Voting für den Renntag. Also je nachdem, wann man am liebsten fahren möchte, kann man dort auch seine Entscheidung kundtun. Etwas weiter ist man schon bei Race Room Racing Experience. Da sind viele Fahrer aus der GTP Pro Serie mit dabei, die also die Sommerpause nicht ohne Lenkrad aushalten. Und dort findet tatsächlich jetzt schon der Summer Spring Cup statt. Los geht's am 27. Juli in Hockenheim und gefahren werden die ADAC GT Masters Fahrzeuge aus der Saison 2014. Wer also daran Interesse hat und ein bisschen Liga Feeling schon aufkommen lassen will, der kann sich dort noch anmelden und mitfahren. Und zu guter Letzt noch etwas zu Project Cars, denn auch dort ist man nicht untätig und im Moment wird auch dort an einer GT3 Serie gebastelt. Genaueres steht da aber noch nicht fest und lassen wir uns überraschen, wann wir erste Daten zu hören bekommen. Ja, und das war's auch schon mit dieser 8. Folge der Racers League News. Man sieht's im Moment, jetzt Sommerpause, einige Serien haben ihr Ende gefunden. Und ja, es wird jetzt erstmal so schnell nicht viel mehr werden. Wir lassen uns überraschen, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird mit den neuen Simulationen. Und bis dahin, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt sie unten rein. Und unten in den Infos findet ihr natürlich auch alle Links, die ihr braucht, was die Serien der Racers League angeht. Und ja, ich sage bis dahin viel Spaß beim Racen. Ciao, ciao und bis dann.